Herzlich willkommen beim Whisky-Wichse. Der Patient des heutigen Tages ist der Glen Glasshow Octaves Peated. Ja, Octave ist der Name eines Fasses, und zwar eines mit 25 Liter etwa Fassungsvermögen, halb so groß wie ein Quarter Cask. Vorteil von diesen kleinen Fässern ist eben, dass der Whisky von der Menge her mehr Kontakt zum Holz hat und so in kürzerer Zeit intensiver reift. Früher in den Zeiten, in denen es noch keine Eisenbahn und noch keine LKW gab, war es ganz praktisch. Da konnte man diese Fässer links und rechts an Esel binden und der konnte die dann ganz bequem über die Islands tragen. Hätte man dem links und rechts so einen Sherry-Butt mit 500 Litern da dran gebunden, ich glaube, der wäre elendig krepierte Esel, ne? Ja. Es gibt bei YouTube ein Video von dem englischsprachigen Verkoster Ralphie, und in dem Video interviewt der Ralphie eben einen Mitarbeiter von Glen Glasshow im Fasslager von Glen Glasshow, und die stehen da vor so einer Wand aus Fässern. Da sieht man im Hintergrund auch diese Octaves, und da steht eine Jahreszahl von 2009 drauf. Eben diese Fässer hat man jetzt im Jahr 2016 zur Abfüllung gebracht. Es gibt da zwei verschiedene Abfüllungen. Einen nicht rauchigen Single Malt Whisky, nennt sich Classic, den habe ich im letzten Video probiert, blende ich euch hier oben mal den Link ein. Und eben einen rauchigen Whisky, der nennt sich, wie soll es anders sein, Peated. Das hier ist er. 44 Volumenprozente hat er wie der Classic, ist nicht gefärbt, ist nicht kühl gefiltert, und nicht wundern, wenn die Flasche ankommt und die ist leicht trüb oder da drin ist ein bisschen so Schlieren oder Nebel. Liegt daran, die meisten Brennereien verzichten auf die Kühlfilterung bei einem Alkoholgehalt von 46 Volumenprozenten und aufwärts. Dann ist er hoch genug, um den Whisky klar zu halten, sollte er eben abkühlen, und der hier liegt halt mit 44 Volumenprozenten drunter, deswegen kann er durchaus trüb werden. Was aber nicht schlimm ist, wirkt sich nicht negativ auf den Geschmack aus. Auch nicht positiv, ne? Ja. Die Flasche und die ganze Aufmachung gefällt mir wirklich sehr gut. Das macht alles so einen natürlichen Eindruck. Also da passt der Inhalt zur Optik. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, und dann hier schön Tuben und Etiketten in erdigen Noten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Hier die Ringe, die Jahresringe von so einem Baumstamm drauf. Also das spricht mich extrem an, auch wenn es ein sehr schlichtes Design ist, aber ich finde, manchmal ist einfach weniger mehr. Von der Farbe her, schwierig. Also ich finde nicht, dass er irgendwie dunkler ausfällt als der Classic. Ich würde eher vielleicht sagen, ein Ticken heller, aber nicht viel. Ich kann das jetzt nur sagen, weil ich den direkt vorher den Classic hatte. Fällt ein Ticken heller vielleicht aus, aber nicht viel. Und der Rauch liegt gleich schon hier in der Luft. Ja. Ein mittelstarker Rauch, der eine gewisse medizinische Note drin hat, so wie in Laphroaig beispielsweise. Und ich liebe Laphroaig, zwangsläufig finde ich den jetzt auch schon geil, ne? Ja, dieser phenolische Rauch, den liebe ich. Habe ich hier. Aber von der Intensität ist nicht so stark wie in Laphroaig, geht eher so in die Richtung von so einem Talisker. Da hinten dran. Auch leicht der Alkohol spürbar und auch eine leichte Eichenwürzigkeit wie beim Classic. Bloß ist halt hier noch der Rauch oben drauf. Und der Rauch beherrscht hier auch das Aroma. Mal ein bisschen dran schnüffeln, bis sich die Nase an den Rauch gewöhnt hat, damit ich dann auch andere Aromen, die hier eventuell drin sein könnten, rausrieche. Ja, so eine florale Note, eine gewisse Blumigkeit. Die hatte ich beim Classic auch, aber beim Classic war es so eine Heidekrautnote. Da ging die Blumigkeit mit der Würze einher. Hier ist es eine ganz dezente Blumigkeit und auch eine dezente Zitrusfruchtnote. Frosch im Hals. Dezente Zitrusfruchtnote, sowas wie Stachelbeere. Also hellere Früchte. Schöne Nase. Auch die vom Classic hat mir sehr gut gefallen. Also auch der. Toll.
Also im Geschmack ganz anders, als ich ihn erwartet habe. Da kommt eine Beerenfruchtigkeit daher, alter Verwalter. So vollreife Stachelbeeren und Blaubeeren und so weiter. Und hinten dran, jetzt kommt dann erst der Rauch, der eine leichte Jodkomponente hat, aber auch eine leicht würzige Note mit drin hat. Einen gewissen trockenen Touch hat. Boah. Also ich hatte eher mit sowas, ja, mit sowas hellfruchtigem, leicht säuerlichem gerechnet. Ordentlich Rauch im Geschmack, aber sonst nicht viel. Aber der hat mich ja jetzt komplett im Geschmack komplett umgehauen. Ja, jetzt die Blaubeer auch ganz deutlich im Aroma. Vermischt sich jetzt schön mit dem Rauch. Bisschen das Jod. Und Glenglassow liegt in den Highlands. Ich würde den Whisky auch abkaufen, dass es ein Küstenwhisky ist. So was Maritimes liegt da drüber. Schön. Rauch, der jetzt ein bisschen, ja, dieses Medizinische verloren hat, der jetzt eher so ein bisschen kaltrauchig wird. Damit der Blaubeer, dieser Stachelbeer, die trotzdem noch eine leichte Säuerlichkeit hat. Toll. Echt wirklich toll. Also diese Beerenfrüchte sind super. Und dann gleich so ein bisschen säuerlich. Und dann der Rauch, der hier wirklich eine deutliche Jodkomponente hat, auf jeden Fall. Und so leicht Kräuter dann noch im Abgang, wenn dann die Eiche einsetzt mit einer leichten Trockenheit. Der Abgang nicht ganz so lang, ja doch eigentlich schon auch lang durch den Rauch geschuldet. Aber rein, was die Aromen jetzt betrifft, abgesehen vom Rauch, ist er auf mittellang zu definieren, aber klar, der Rauch, der zieht es dann doch relativ lang hinten raus. Also, ich bin von diesen beiden Octaves-Abfüllungen restlos begeistert. Aktuell, ich drehe die Videos immer so ein bisschen vor, aktuell gibt es sie noch nicht, aber wenn das Video dann online geht, wird sie geben, zu Preisen von 65 bis 70 Euro. Ist jetzt für so einen, ja, verhältnismäßig jungen Whisky nicht günstig, aber wenn man so einen Whisky aus so einem Octave probieren will, um seinen Horizont zu erweitern, der legt sich die beiden zu. Zur Not tut euch mit ein paar Kumpels zusammen, legt zusammen, teilt euch die Flaschen. Ich finde beide hervorragend gelungen. Ja? Weiß nicht, das Video von Ralphie, das ist von 2009, dieser Mitarbeiter von Glenglassow erwähnt dann auch, dass man sich so ein Octave kaufen kann, mit nicht rauchigem Whisky befüllt für 500 Pfund, mit rauchigem befüllt für 650 Pfund. Ich weiß nicht, wie aktuell dieses Angebot noch ist, ob die Preise mittlerweile nach oben gingen, 7 Jahre später, oder ob man überhaupt dann noch solche Fässer kaufen kann. Können wir mal ein bisschen recherchieren, mir in die Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, die beiden Abfüllungen, ich finde sie toll, ich finde, sie sind jeden Cent wert. Und ich wüsste jetzt nicht, welcher von beiden besser ist. Vielleicht von der Nase her hat mir der Classic besser gefallen. Vom Geschmack auf jeden Fall der Peated. Na? Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!